Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder eingeschaltet habt, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute, wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Heute ist mein lieber Mann, der Chaba, hier und besucht uns. Der Chaba wird heute Düfte von mir bewerten und zwar habe ich Düfte gewählt, die er nicht jeden Tag an mir riecht, sonst wäre es ja langweilig, sondern Düfte, die ich nicht ganz so oft trage und die er nicht ganz so gut kennt. Die Flaschen wird er nicht sehen, sondern die werde ich euch zeigen, damit er nicht beeinflusst wird von irgendwelchen Markennamen, sondern einfach nur so bewertet. Also, falls es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und dann starten wir jetzt mit dem ersten Duft. Der Duft riecht angenehm, Ja. wirkt nicht aufdringlich, ist aber für meine Begriffe künstlich. Mhm. Es ist nicht, sehr künstlich. Ja, ist nichts, nichts Vergleichbares, was mir einfällt, was ich sonst so aus der Natur kenne oder was mich jetzt an irgendeine spezielle Blume oder einen speziellen Duft so erinnern würde. Ja, ist künstlich, so, ja, fast schon plastikhaft. Würdest du ihn selber tragen? Weniger, weniger. Ich sehe den Duft auch nicht unbedingt an einem Mann, ja, sondern es ist eher etwas, ja, schon für die zurechtgemachte Frau. Würdest du ihn gerne an mir riechen? Könnte ich mir vorstellen, ja. Allerdings wäre er sicherlich nicht einer meiner Favorite-Düfte. Okay. Ja. Von 1 bis 10, welche Note gibst du ihm? Eindeutig in der oberen Hälfte, also eine 6. Eine 6. Eine 6. Okay. Mucalat, Leute, von Montal bekommt eine 6. Der nächste. Den kennst du eigentlich schon von mir? Ja, kenne ich auf jeden Fall. Ich könnte beim besten Willen nicht sagen, welcher das ist oder gar wie der heißt. Auf jeden Fall ein sehr angenehmer Duft, ein frischer Duft, lebendig. Auch nicht speziell jetzt an irgendeine Blume mich erinnernd oder an irgendeinen besonderen Duft, aber sehr angenehm. Ich rieche diesen Duft eher an einer Frau. Mhm. Würdest du ihn gerne an mir riechen? Also ja, ja, auf jeden Fall. Und welche Note würdest du ihm geben? Dieser ist definitiv besser als der erste. Ich würde den irgendwo bei einer 8 einordnen. Ja. Chanel Coco Mademoiselle, eine 8. Und der nächste, da bin ich jetzt gespannt drauf. Dieser hier ist auch ein frischer Duft. Ja. Auch ein recht angenehm riechender. Den würde ich auch eher an einer Frau riechen wollen. Okay. Selber würdest du nicht benutzen? Nein, komplett ausschließen würde ich es nicht. Aber wäre jetzt sicher nicht ein Duft, zu dem ich häufig greifen würde, weil er mir zu wenig maskulin ist. Okay. Ich ordne den, obwohl prinzipiell Unisex vielleicht. Ist auf jeden Fall Unisex. Aber ich würde den eher trotzdem an einer Frau riechen wollen als an einen Mann. Ja, okay. Würde es dir an mir gefallen? Würdest du den gerne an mir riechen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Welche Note würdest du ihm geben? Ja, wir bewegen uns hier auch irgendwo bei einer 7, 8. Ja. Mhm. 7, 8? 7,5 geht auch? Ja, ab 7,5 wird aufgerundet. Ich würde sagen 7. Ja, nehmen wir eine 7. Okay. Ja. Und der nächste.
Achso, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, ne, Leute. Das war Blamage von Nasomato. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Alles andere als eine Blamage. Ach, den liebe ich. Diesen hier nehme ich nur leicht wahr. Mhm. Den nehme ich nicht stark wahr, nein. Wirklich? Wow. Ich finde den sehr stark. Vielleicht habe ich die anderen auch noch ein bisschen mehr in der Nase. Das ist gut möglich. Findest du ihn denn schön? Gefällt er dir? Bitte, ja, also ja. Das, was ich wahrnehme, ja. Ja, ist angenehm. Mhm. Feminin, maskulin, unisex? Ja, feminin bis unisex. Mhm. Okay. Eher das. Ja, man kann ihn natürlich auch tragen. Man kann ihn auch tragen, ja. Definitiv. Was würdest du ihm geben für eine Note? Da ich ja jetzt nicht so viel davon wahrnehme, müsste ich mich ja auch ein bisschen zurückhalten und sagen, ja, irgendwas 6 bis 7, sagen wir mal eine 6. Okay, ja. Leute, Mikalev Ilangengold, eine 6. Just broke my heart. So, der nächste. Kann sein, dass sich das in einer anderen Situation auch mal ändert. Nein, du sollst deine ehrliche Meinung sagen. Alles gut. Es sind ja auch nur Wattepads. Bitte schön. Ja, das muss man allerdings sagen. Ja. Wattepads, die... Puh, das ist aber ein heftiger. Meine Herren. Oh, das ist ja etwas, das würde ich auch tragen. Also das ist definitiv etwas, was ich auch an einer Frau riechen könnte. Mhm. Ich sehe ihn aber so leicht Richtung männlich gewichtet. Mhm. Das hat Testosteron. Okay. Motorradjacke, ein Essiage, wo man sich denkt, hat der eine Fahne. Ja. Was willst du sagen? Also für meine Nase sehr gut. Ja, ich bin... ich hab's befürchtet. Irgendwas 9 bis 10. Ich würde fast auf die 10 hochgehen hier. Sehr gut. Ja? Gefällt mir, ja. 10? Ja. Ja, Leute, Initius, absolut Aphrodisiak. Der Duft, der die Männer verrückt macht. Ich habe ihn euch vorgestellt. Und dazu muss man wissen, mein Mann liebt Oud for Greatness. Er nutzt ihn selber. Ich glaube, das Haus von Initio hat es ihm sowieso angetan. Aber der ist wirklich gut, Leute. Der ist echt gut. So, dann der nächste. Also ich werde dafür nicht bezahlt. Hm? Jetzt bin ich auch gespannt. Hoffentlich kann ich jetzt noch überhaupt etwas riechen nach der Bombe hier. Das sagt man, wenn es nicht mehr geht. Ja, auf jeden Fall. Hm. Okay, ist ein angenehmer Duft, ein sehr angenehmer sogar. Mhm. Meine Nase muss sich ein bisschen noch erholen. Lass dir Zeit. Gefällt er dir selber dann? Ja, gefällt mir. Mhm. Gefällt mir. Der ist nicht so stark wie das Initio davor. Ist schwächer, ist aber auch prominent, ist anwesend. Also ich denke, wenn man den Duft trägt, dann wird man wahrgenommen. Definitiv. Der Duft für den großen Auftritt. Das ist, damit zeigt man Präsenz. Mhm. Auf jeden Fall. Mann oder Frau? Beide? Ja, ich kann die Männer jetzt hier nicht außen vor lassen. Also es ist definitiv so, könnte auch ein Mann tragen. Ja, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Könnte auf jeden Fall tragen. Auch wenn es für meinen persönlichen Geschmack der Duft eher zu einer Frau passt. Sehe ich genau. Ich würde die Waage so ein bisschen Richtung Frau verschoben sehen. Würdest du den gerne an mir riechen? Wäre das was? Ja, auf jeden Fall. Ja, sexy dann, oder eher auch so sexy? Auch sexy, ja. Okay. Notenmäßig würde ich es definitiv auch so bei einer 8 ansiedeln, ja. Mhm.
Maison Francis Coulidjans Grand Soir, eine 8, Leute. Der für den großen Auftritt. Und ihr seht, jemand, der ihn nicht kennt, sagt auch, der fällt auf jeden Fall. Der nächste, Leute, er kennt ihn zwar, aber ich nutze ihn nicht mehr so oft. Deswegen wollte ich ihn mit reinnehmen. Okay. Bin gespannt. Oh, das ist ja so ein, oh, ein lieblicher Duft. Ein lieblicher. Der erinnert dich, oder? Ein lieblicher Duft und den rieche ich definitiv an einer Frau. Das ist sowas Weiches, etwas lovely. Okay, also gefällt dir gut. Findest du den ja, sexy? An einer Frau schon, definitiv. Okay. Ja. Das ist Östrogen. Mhm. Das ist definitiv nichts Testosteronbehaftetes. Das ist auch frisch. Ja, ein sehr frischer Duft. Ja, könnte man sehr gut im Frühling, könnte man sehr gut auch im Sommer. Ja. Der geht immer eigentlich. Ja, schon, aber ich würde den trotzdem nicht im Winter sehen zum Beispiel. Ne? Das ist da würde ich eher so diese schwereren. Ne? Ja. Das ist eher so was Leichtes, aber ich weiß nicht, wie lange hält er? Ewig. Okay. Bis zum nächsten Tag. Okay. Das ist eine absolute Granatenbombe. Also für die Frau würde ich sagen, eine 8 wäre nicht vermessen. Ja. Flora Botanica von Balenciaga, Leute, der Evergreen, der immer wieder geht. Und Leute, der ist aus dem Programm genommen worden. Also falls ihr noch Bedarf habt, haltet euch ran. Er wird nicht mehr lange da sein. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine Backup-Flasche besorgen. Ich habe es aus dem Programm. Ja, das ist ja eine Schande. Das ist ein Verbrechen fast. Der nächste, Leute, jetzt bin ich richtig gespannt. Riechst du was? Nach was riecht das für dich? Ja, tu mich noch schwer ein bisschen damit. Ich rieche jetzt erstmal den Alkoholsprüher in erster Linie daraus. Riecht auch eher frisch. Ja. Riecht eher nach einem leichteren Duft. Ist nichts, was ist ein Hautduft, schwer wiegt. Ich rieche da immer angespitzten wonach Bleistift. Riechst du das? Den angespitzten Bleistift, ja. Nicht in erster Instanz. Okay. Zumindest. Ja. Jetzt fängt an, der Duft sich so ein bisschen zu setzen und so ein bisschen und ich weiß nicht, also eigentlich braucht er auch Haut, ehrlich gesagt. Jetzt fängt so langsam an, eher danach zu riechen. Ja. Okay, ja. Ist jetzt, er für dich so ein bisschen Vintage, also so ein bisschen Oldschool-Style oder findest du den modern genug? Also modern primär jetzt nicht. Das ist nicht das Erste, woran ich denke. Ich denke da schon eher an etwas, an einen Retro-Duft. Ist er altbacken für dich? Findest du den altbacken? Nein. Altbacken auf gar keinen Fall. Mm-mm. Auf gar keinen Fall. Der Duft ist gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Würdest du ihn gerne an mir riechen? Also, kann ich mir gut an mir vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Und von wegen angespitzter Bleistift, also das ist so ein Hauch, ja. Also es ist nicht. Aber das, du kannst es nachempfinden, ja? Das kann man nachempfinden, ja. Aber es riecht jetzt nicht so, als würde man seine Nase in so einen Bleistiftspitzer stecken und da reinschnüffeln. Okay. Also das ist kein Graphit, ne? Ja. Ist ja Frau, Mann? Könnten theoretisch beide tragen. Ich würde das offen lassen, aber ich würde es an einer Frau eher riechen wollen, weil er etwas leichter ist. Ja, das würdest ist ja, du ihn denn selber tragen wollen? Ich würde ihn ausprobieren, sagen wir es mal so. Ja, wenn es schön ist nachher und sich das schön entwickelt, kann ich mir vorstellen. Ja, aber, okay. Ja. Was würdest du ihm geben? Ich würde mich irgendwo zwischen der 7 und 8 entscheiden müssen jetzt. Ich sag jetzt mal erstmal eine 7, weil ich zu wenig. Okay.
Er kriegt eine zweite Chance, definitiv. Fleur de Peau von Diptyque, Leute, das Eau de Parfum, sehr außergewöhnlicher, aber toller, toller Duft. Der muss sich auch auf der Haut entwickeln, einfach. Das ist eigentlich nicht für ein Wattepad, aber ein toller Duft. Auf jeden Fall, ich liebe den. Ich habe extra ein bisschen die neueren Düfte gewählt, denn die kennt er noch nicht so gut, Leute. Also wundert euch nicht. Der nächste, auch der interessiert mich. Oh, der riecht gut. Ja. Angenehm oder eher so? Ist angenehm. Ist angenehm. Ich überlege gerade jetzt, ob eher Unisex oder mehr männlich, weiblich. Also ja, männlich tue ich mich schwer damit, sage ich. Das ist jetzt nicht so Prominentes, wo ich sagen würde, ja, das ist was Männliches primär. Würde ich auch so sehen. Nein, das ist keine Testosteronunterschrift. Das ist, ich würde ihn fairnesshalber als Unisex einstufen, ja, mit leichten Gewichtung Richtung Frau, Richtung weiblich. Auch eine der frischeren Düfte. Er wirkt nicht schwer. Findest du ihn Vintage aber, oder würdest du sagen, es ist... Gute Frage. Vintage. Also riecht er altbacken für dich? Nein, nein. Altbacken primär nicht. Altbacken nicht, nein. Irgendwie sexy, elegant. Wenn, dann würde ich sagen, eher so ein bisschen geheimnisvoll. Geheimnisvoll. Okay. So würde ich ihn etwas, was neugierig macht auf mehr. Okay. Würdest du ihn an mir gerne riechen wollen? Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Okay. Was würdest du ihm geben? Ich denke, mit einer 7 sind wir gut dabei. Eine 7? Ja. Iris Torrifié, Leute, von Guerlain aus der privaten Kollektion. Ihr wisst, es ist einer meiner neuesten Düfte. Kriegt eine 7. Und der nächste. Den liebe ich. Ich sag jetzt nichts Falsches. Nein, sag, was du meinst. Ja, ja, das. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du das riechst? Spontan. Angenehm. Sehr angenehm sogar. Nach was riecht's denn? Erinnert mich das an irgendwas aus der Natur primär? Aus der Natur nicht, nein. Weder speziell an einem Baum noch irgendwie an eine Blume. Oh. Aber sehr angenehm. Gefällt mir wahnsinnig gut. Okay, du riechst kein Waschpulver? Oder Weichspüler? Ich rieche, das würde ich jetzt, ja, das ist ja schwierig. Es gibt ja so viele Waschpulver und Dings mit vielen verschiedenen Düften. Ja, aber erinnert dich jetzt nicht primär daran. Es erinnert mich an was frisch, an etwas sehr, sehr Frisches. Ja, ob das jetzt frische Wäsche ist, die vielleicht kann sein, weiß ich nicht. Ich könnte man sich vorstellen, ja, so könnte zum Beispiel frische Wäsche riechen. Dass das jetzt seifig wäre, das auf gar keinen Fall. Ne? Also es kommt nicht so rüber, wie wenn man jetzt irgendwie in einen Seifenladen kommt oder so. Und es entwickelt sich jetzt irgendwie noch angenehmer. Ja? Also so die ersten Sprüher, die sind immer so häufig so ein Alkoholduft, ja, und dann sticht es erstmal in die Nase und okay, Leute, das finde ich jetzt echt spannend. Jetzt wird es richtig angenehm, es entwickelt sich. Es wird so, wie wenn jemand sich wirklich so frisch gewaschen hat und dann ein angenehmes Parfüm aufgetragen hat. Ja. Okay, also seht ihr nicht, jeder riecht da Waschmittel so wie ich. Ich finde es auch toll, dass du den schön findest. Mann, Frau? Ja, also das ist schon auch wieder Östrogen. Das ist schon eher Frau. Okay, also du selber würdest den nicht tragen wollen? Ich würde ihn ausprobieren, definitiv.
Aber das wäre für mich etwas, was ich eher so im Sommer, Frühling, eher so die wärmeren Tage nehme, weil er ein leichter Zu Duft ist. Er leicht. ist sehr leicht. Ja, täusch dich da nicht, der hält 24 Stunden. Das ist ein Ja. richtiges Biest. Okay. Als ich den getragen habe, hat er zu mir gesagt: Ja, riecht gut, hast bessere. Das war so dein Kommentar das Ja, erste man muss Mal. allerdings auch sagen, ich lasse mich oft dazu hinreißen, so den ersten Eindruck, sage ich mal, dann zu beschreiben. Und Das sollst du auch. Darum geht es ja hier. Also, du findest ihn gut, wie gut? ja, ich finde ihn Welche so gut, Note? ich finde ihn so gut, dass ich auf eine 8 hochginge. Ja. Hurra! Jetzt Okay, wird er richtig gut. Ich glaube, der ist richtig wir gut. müssen noch ein bisschen warten. Ja, Saco Parfum The Muse, Leute, den habe ich gekauft, weil ihr mir den empfohlen habt. Ich liebe den über alles. Ich finde, das ist einer der besten, frisch gewaschen, für mich Persil in einer Flasche. Aber ihr seht, es gibt auch andere Meinungen. Mega Duft, Leute, und hält ewig, ewig. Und der nächste. Jetzt bin ich auch sehr gespannt. Okay. Jesus Gott, das ist aber echt eine Bombe. Oh. So, jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen wie Oh, eben ist und der gut, schlecht. Leute, der ist richtig gut. Oh, der ist gut und den kenne ich von dir auch. Den kenne ich von dir auch. Ich kann den jetzt zwar mit Namen nicht benennen, aber Den vergisst man nicht. das ist so ein Duft. Und das ist sogar etwas, wo ich mir vorstellen könnte, obwohl ich jetzt auf den ersten Riecher den lieber an einer Frau rieche, ich kann ihn mir auch an einem Mann vorstellen. Ich kann mir ihn auch an einem Mann vorstellen. Und zwar, wenn es jetzt so anfängt, wieder sich so ein bisschen zu setzen. Ja. Ich glaube, Profis nennen sowas Dry Down. Ja, er lernt. Ja. Ich glaube, das wäre durchaus Unisex. Auf Ja, jeden auf jeden Fall Fall. sehe ich Ja. ganz genauso, ja. Und ein Killer. Boah, das ist ein Killerduft. Das ist also ähnlich wie. Was hattest du? Initio, genau. Ut for greatness. Also ich würde sagen, dieser Duft spielt in der gleichen, derselben Liga. Ja, das ist Champions League. Das ist definitiv. Also, Definitiv, Leute, ich sehe es ganz, wow. ganz genauso. Würdest du ihn selber benutzen? Nun ja. Ja, ich würde ihn benutzen. Wie gesagt, der erste Riecher erweckt so ein bisschen den Eindruck, es könnte eher was Weibliches sein, aber nee, wenn sich das antrocknet und. Ja, Ja, puh. definitiv Unisex. Auf jeden Fall, Leute, das ist eine Granate. Was würdest du ihm geben? Oh, wir bewegen uns jetzt ganz weit oben. Das ist, ja, Champions League, das ist 9 bis 10. Also den Inicio. Seien wir nicht unfair, ich sage wirklich eine 10. Ja, Netz. weil, Alles ja, klar. genau. Inicio mag ich noch mehr, muss ich sagen. Noch Später gibt es maskuliner. nochmal ein Battle. Also, Spirito Fiorentino von Tiziana Terenzi, Leute, eine 10. Ich sehe es genauso. Der ist bombastisch. Der Duft für Frauen, Männer, ganz egal. Der ist einfach nur mega. Da gibt es sonst nichts zu sagen. Jetzt werden die nächsten wieder schwer. Der nächste. Der durfte nicht fehlen. Ja, jetzt nach Spirito Fiorentino wird es Ja, natürlich. das war jetzt fies. Ja, ich muss sagen, meine Nase muss ich jetzt ein bisschen wieder drauf Ja, lass dir einschießen. Zeit. Gefällt er dir, dann riechst du überhaupt noch was. Momentan wenig, momentan wenig. Das sind ja. Ja, kann ich nur wenig riechen, muss ich sagen, nach der. Riecht er denn Ja. angenehm zumindest? Ist es etwas. Also das, was ich rieche, rieche ich in erster Linie leicht. Dass sie die Nachbeben. Nicht unangenehm. Okay. Nicht unangenehm. Aber das ist jetzt im Kontrast zu davor natürlich schon sehr leicht. Ich denke, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen verfälscht dadurch. Ne? Okay, ist einer meiner allerliebsten Düfte und den trage ich eigentlich auch Ich. relativ viel. Aber
Wie gesagt, aber du magst ihn wenigstens, ja. Das auf jeden Fall, das ist nicht die Frage, nur ich rieche jetzt momentan wirklich, dass ich recht dann versuch ihn zumindest mal, kannst du sagen, weiblich, männlich, so? Also für mich jetzt weiblich. Ja, ja, das wäre so der erste Eindruck. Ja. Ich sagte nicht, dass das kein Mann benutzen könnte. Ja. Okay. Ja, geht, aber Tendenz eher weiblich. Ja, Tendenz auch eher Sommermonate, eher schönes Wetter als jetzt, sage ich mal, im Winter. Okay. Ja, das ist so mein persönlicher. Und wie viel würdest du dem geben? Ich denke, wir bewegen uns irgendwo zwischen der 6 und der 7. Ja? Ja? Ich denke, ich gebe eine 7. Ja. Eine 7. Ja. Narciso Rodriguez vorher. Leute, es war jetzt nicht ganz fair. Er hat es nicht ganz riechen können. Normal hätte er bestimmt eine 8 oder 9 bekommen. Ganz, ganz sicher. Aber jetzt hat er eine 7. Narciso Rodriguez vorher, das Eau de Toilette. Und jetzt sind wir beim vorletzten. Ich hoffe, er kann es noch riechen. Geht's noch? Kannst du noch? Wir sehen es ja. Wir sehen es ja. Aber ich habe noch. Jetzt habe ich meinen Liebsten zum Schluss aufgehoben. Den kannst du dann gar nicht mehr. Ich habe den davor noch sehr in der Nase. Puh. Den riechst du. Das stimmt. Oh ja. Das ist auch ein sehr angenehmer. Hier ist ein sehr angenehmer, ja. Den kennst du auch. Angenehm. Eher weiblich. Auf jeden Fall. Findest du ihn sexy? Ja, sexy finde ich ihn auch, auf jeden Fall. Ich finde ihn auch überhaupt nicht künstlich. Ja, sondern eher schon so Düfte, die auch mal irgendwo in der Natur vorkommen könnten. Das ist so ein rosa Wölkchen. Ja, okay. Es erklärt einiges. Was würdest du ihm denn geben? Ich würde noch gerade ein paar Sekunden warten, ja, bis das sich das so ein bisschen noch mal gesetzt hat. Ja, jetzt wird es langsam, wo es trocknet, wird es ein bisschen besser noch. Ja, wir bewegen uns sehr auf die 8 zu. Ja, 8. Ich denke, wir sind sicherlich bei einer 8 auf jeden Fall. Ja. Ja. Amani C. Fiori, auch eure Empfehlung. Ich liebe den über alles. Ich trage den sehr, sehr häufig, besonders zu Hause. Und wie ihr gehört habt, ja, er ist sexy, er ist weiblich, mega Duft. Amani C. Fiori. Und du hast es jetzt gleich geschafft. Es ist der letzte. Hoffentlich riechst du ihn noch. Ach Gott, der ist so gut, Leute. Mal schauen, immer so von der Entfernung, wie sich das so entwickelt. Ja, das ist aber auch eher ein leichterer Duft. Mhm. Ein eher leichter, angenehmer. Kein schreiender. Ja, auch schon so ein bisschen eher zurückhaltend, eher so mysteriös, würde ich fast sagen. Mhm, auf jeden Fall. Sexy? Ja, macht neugierig auf mehr. Mhm, also du würdest den gerne an mir riechen? Ja, das auf jeden Fall. Ich denke auch dass der Duft eher etwas für Frauen ist, denn für Männer. Ja? Mhm. Ich gestehe ihm durchaus zu, dass er vielleicht auch Unisex sein könnte, aber Ich rieche ihn eher an einer Frau. Ja, ja. Finde ich auch. Das ist eher etwas Weicheres, etwas Zurückhaltenderes. Ja, so fast schon so ein bisschen schüchtern. Ne? Also, ich kann mir vorstellen, wenn man eher näher an jemanden rangeht, dass man den dann besser wahrnimmt. Ja, ja, der strahlt als, eigentlich schon als, ganz schön. Als dass man so jetzt so eine Monster-Siage hätte. Nee, nein, ja, also am Anfang ist er, auf dem Wattebett kommt er jetzt nicht so, aber der strahlt schon. Also okay. Am Anfang auf jeden Fall. Was würdest du ihm geben? Ja, ich denke, 7 bis 8 sind wir irgendwo.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie er sich so entwickelt. Wenn das noch besser wird, dann würde ich auf eine 8 Auf hochgehen. eine Ja. 8. Okay, Leute, das ist mein absoluter Liebling, Byredo Boulder Freak. Ich finde den mega granatenmäßig. Das war wirklich Liebe auf dem ersten Schnüffler. Ich finde den ganz toll. Wir haben jetzt, Leute, zwei Gewinner. Und zwar einmal Initius, absolut Aphrodisiak, und Spirito Fiorentino von Tiziana Terenzi. Und jetzt bräuchte ich eine Aussage. Wer wird es jetzt werden? Ja, das ist natürlich jetzt für die Fans der roten Mannschaft, die sind natürlich schlecht, wenn ich der schwarzen, und für die schwarzen Fans ist es schlecht, wenn ich Was dann die meinst rote du? Flasche nehme. Ich persönlich, ja, ich persönlich würde mich eher dafür entscheiden, aber Okay, du sollst es ja. Du ich sollst dich denke, entscheiden. ich bin jetzt so ein bisschen voreingenommen und ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass ein anderer Mann durchaus auch. Definitiv, aber heute geht es ja um dich. Na, ja, ein sehr guter Duft. Leute. Hat mich umgehauen. Initius, absolut Aphrodisiak. Ich habe es euch schon oft gesagt, das ist der Duft. Wie gesagt, die Männer reagieren auf den. Ich kann es nicht beschreiben, warum, aber es ist eine Tatsache. Auch mein Mann reagiert darauf. Er ist heute der Gewinner. Leute, das waren sie, meine Düfte. Und mein lieber Mann, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er sich dazu bereit erklärt hat, mich heute hier ein bisschen zu begleiten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ansonsten, ich hoffe, ich sehe euch bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Ciao.